Herzlich willkommen zurück bei Ark. Es ist hier gerade sehr laut, denn ich habe mal die Folgenpause oder die Aufnahmepause genutzt und habe ein paar Sachen vorbereitet. Weil ich ja noch in der letzten Folge gesagt habe, ich will nicht so viel vorbereiten, aber das hier waren tatsächlich nur Materialien zu farmen und auch nur im direkten Umkreis. Ich habe Fasern, die sind halt ein bisschen über, wegen dem Bären, der sammelt sehr viele auf. Ein paar Feuersteine, ein bisschen Stroh. Und ich stelle jetzt erstmal hier knappe 400 Pfeile her, damit ich da mal einen Vorrat habe. Denn was ich als nächstes tun möchte, ist mir einen Hirsch zu tamen, mit dem ich dann effektiv Stroh abbauen kann. Weil wir für unsere Gebäude sehr viel Stroh brauchen werden, da die alle aus Stein zuerst mal gebaut werden. Eventuell später aus Metall. Es könnte aber noch eine ganze Weile dauern. Deswegen gucke ich hier schon mal, habe nach dem Sattel, den haben wir hier. Ja, an der Werkbank kann man den herstellen. Das ist jetzt nicht die Welt. Was hier? Wunderbar. Eine könnte ich... Ah ne, ich habe noch gar keine hergestellt. Metall müssen wir auch noch sammeln, aber das dauert erstmal. Wir sind jetzt erstmal an dem Anfang des Hauses dran, da haben wir noch nicht so viel gebaut. Kommt noch. Kommt alles. Ja, die Pfeile, die stellen jetzt noch ein bisschen her. Und währenddessen... Moment, ich muss nochmal nach den Narkotics gucken. Ich hatte nämlich auch einige Bären dazu eingesammelt. Muss mal gucken, wie weit die sind. 281 stellen gerade her. Allerdings habe ich sehr viel mehr Fleisch als Bären. Weil ich brauche 5 zu 1. Das heißt, ich könnte über 700 theoretisch herstellen. Was bedeutet, wir brauchen mehr Bären. Also schnapp ich mir meinen Bären und gehe ein bisschen auf die Jagd. Wir haben ja hier rundherum überall Büsche. Da habe ich auch eben die ganze Zeit gefarmt. Könnte sein, dass hier und da noch eine Leiche rumliegt. Die müssen aber größtenteils... Obwohl, ne, eine Stunde ist es noch nicht her. Ich habe aber die meisten gefressen. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte sein, dass noch irgendwo ein Diaby rumliegt. Der war Level 20. Der sah übrigens sehr cool aus. Der war grün. Vielleicht finde ich den hier sogar noch. Der war irgendwo hier hinten. Es geht super schnell mit dem Mann, weil wir im Lauf quasi angreifen können. Und dadurch können wir die... Also solange die Animation vom Beißangriff läuft, können wir, während wir der Animation über Büsche laufen, die einsammeln. Quasi wie im Flug, wortwörtlich. Und dadurch haben wir jetzt schon wieder die ganzen Fasern, die wir gerade erst eingesammelt haben, im Vergleich zu denen hier. Ob ich die behalten werde? Wahrscheinlich erstmal nicht. Ich nehme nur die Bären raus. Und den Rest schmeiße ich weg. Weil wir haben erstmal Fasern und wir können immer noch genug Fasern sammeln. Ich glaube, die Pfeile sind fertig. Sieht wohl einer so aus. Tatsache. Dann gehe ich mal ganz kurz zurück und starte mal den nächsten Prozess, denn Pfeile sind schön und gut, aber damit betäuben wir keine Hirsche. Uns fehlt noch, oh Gott, uns fehlt noch ein Zwischenschritt. Ich glaube, ich kann gar nicht alle mitnehmen, oder? Kann ich die da... Hä? Ich hab doch... Das kommt da rein, das kommt weg. Dann kommt das wieder hier rüber. Hallo? Festplatte? Also der Lüfter läuft Anfang der Aufnahme immer ein bisschen amok. Ich weiß nicht, ob man es gerade hört. Aber, ich packe erstmal... Haben wir hier Fasern drin? Wenige. Ich packe hier erstmal ein paar rein. So, hier viele Fasern. Hier können noch ein paar Fasern rein eigentlich. Und die restlichen... Ich würde sagen, die restlichen Fasern packe ich erstmal in den Affen rein. Weil der so ein Fasern-Typ ist. Das nicht, das gehört mir. Ach so, was... Ach so. Da war ja was. Das nehme ich jetzt mit. Dann kommt das erstmal hier rein. Mhm.
dann. Also ich habe jetzt 490 davon und 22 davon. Das heißt. Oh, ich nehme mal 250 und stelle daraus 250 Betäubungsfeile her. Wird da erstmal mehr oder weniger genug. Das ist Level 61, was bedeutet. Ah nein, das war 62, verdammt. Wir brauchen die Sachen aber sowieso. Refrigerator brauchen wir. Air Conditioner, Kesteroid, bin ich mir noch nicht. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Deswegen bleibt er erstmal. Können ja immer noch lernen. Also, dann gehen wir hier oben noch, solange da unten in der Ecke die 200 Betäubungspfeile durchrasen. Was haben wir denn hier? Ach Gott. Wie lame. Weg damit. Solange die 200 Pfeile da durchrasen, können wir immer noch ein bisschen Bären sammeln. Brauchen wir ja, um wirklich das ganze Gammelfleisch. Das habe ich vorhin alles hergestellt. Also, ich habe es ja gammeln, das ist nicht hergestellt. Um das quasi loszuwerden. Also, um es zu verbrauchen, damit es nicht, ja, verfault. Hört sich blöd an, aber ihr wisst schon. Das sind überall Dodos. Was ist hier los? Ich habe, aha, meine Nase juckt. Ich habe vorhin schon ein paar gesehen. Ich habe erst überlegt, ob ich sie tamen soll, aber dachte ich, nee, erstmal nicht. Ach, der Terrorbird. Ich habe vorhin schon ein paar seiner Kollegen platt gemacht. Die sind irgendwie momentan. Der sieht cool aus. Das ist ein Schlumpf-Terrorbird. Würde ich sagen. Der hat aber vier Leben. 140. Da oben liegt ein Ei. Bin ich da dran irgendwie? Ah nee, ich bin ja. Ach Gott. Das ist noch ein Terrorbird. Das ist eine Plage. Was haben wir denn hier? Ein Pteranodon. Ach. Na, Pteranodon. Wer kommt? Keiner von denen. Oh, anscheinend vermisst keiner sein Ei. Man möchte meinen, dass es den Pteranodons wichtig sein könnte, aber wohl eher nicht. Na gut, wir haben noch 90 Pfeile vor uns. Das ist nicht mehr so. Oh Gott. Tatsächlich nicht mehr so viel. Das kommt alles hier rein und das kommt alles da raus. Die Bären wiegen sehr viel. Auf die Masse gesehen, aber zum Glück gibt's Shortcuts und diese was Drop-All-Geschichten. Dass wir da schnell kurz einen Prozess machen können. Außerdem Bärenfarm kann man gerade mit einem Bären super gut leveln. Es gibt im Prinzip alles EP, was dem Nutzen der Angriffe entspricht. Also es bedeutet im Prinzip, wenn man Viecher tötet mit seinen Angriffen oder wenn man, wie gesagt, Pflanzen abbaut mit den Angriffen, das gibt alles EP. Wenn man seine Angriffe zielgerichtet einsetzt. Da unten ist ein Hirsch, guck grad mal, welches Level der hat. 20, den brauchen wir nicht. Ich will direkt, wenn überhaupt, direkt einen hohen. Außerdem hat der eine lame Farbe. Ich habe sehr coole schon gesehen, die muss ich aber töten, weil die halt alle Crap waren. Da unten geht's wieder ab, da können wir definitiv nachher mal gucken. Wenn es soweit ist. Und dann bauen wir einfach die Falle, die wir für den Bären genommen haben, um den herum. Ich hoffe mal, dass der dann nicht rauskommt, aber der ist ja im Prinzip, ich würde sagen, von der Breite her ist er fast genauso wie der Bär. Oh, es hat aufgehört, endlich. Ich werde mal so bis, ja, so, das ist okay. Und der Rest wird jetzt einfach auf den Nahkampfschaden gehen. So, dann sind wir hier eigentlich schon durch mit den Pfeilen. Ich glaube nochmal zurück. Das,
Das schmeckt hier, kriegst so ein Stack davon. Also gut. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Nehme ich sicherheitshalber mit, wo ich nicht glaube, dass wir es brauchen werden. Den Sattel, den hätte ich gern. Sollen wir die Pfeile alle mitnehmen? Ach jo, komm. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Hier ist genug zum... Hier mal auf neutral, damit sie sich verteidigen können. Gehen wir erstmal darüber in den Rumble Pit, gucken, ob es da was Interessantes gibt. Ich hoffe ja, dass... Das ist also mein Ziel, also ich habe immer, wenn ich gewisse Viecher tame, habe ich immer so einen Mindestanspruch, sag ich mal. Was, also bei so Nutzviechern geht es mir erstmal nur ums Level und später beim Brüten geht es halt auch um die Werte. Aber erstmal bei so einem Vieh, gerade bei einem Hirsch, ist nur wichtig zuallererst, Mindestlevel, also absolutes Mindestlevel, würde ich sagen. Absolutes Mindestlevel ist 100. Drunter auf keinen Fall. Drüber immer gerne, eher noch weiter, aber 100 ist absolutes Unterminimum. 90, der kommt schon mal weg. Denn ich habe es irgendwann gemerkt... Ich habe, wenn ich gesagt habe zum Beispiel, ja, ich hätte mindestens gern Level 100er, dann habe ich ein Level 90er gefunden als Beispiel und später dachte ich mir, ah, oh, der ist eigentlich schon kacke und dann müsste ich nochmal los und nochmal einen besseren holen. Deswegen sage ich direkt unterste Grenze, Stufe 100 und alles was darunter ist, wird halt einfach platt gemacht, ja. Es ist, wie es ist. Kann gerade irgendwie nicht steuern hier. Hat er was dabei? Hast du was? Hast du... Gab es hier hinten noch irgendwas? Aber da läuft noch ein Kanu rum, den würde ich gerne wegmachen. Wenn aggressive Dinosaurier, gerade die Raubtiere, die geben noch mal mehr EP. Als alle anderen. Ich gehe nochmal gerade ein Stück nach unten. Vielleicht sind ja schon wieder Biberdämme gespawnt, die wir ausrauben können. Allosaurus. Wollen wir mal eine Gruppe Allosaurus platt machen? Das könnte interessant werden. Übrigens, was? Stopp, halt. Hallo, ich bin gerade in der... So sagt zum Beispiel, wir werden angegriffen, aber wir sind mitten in der Level-Animation. Wie sollen wir da bitte reagieren? Das ist so ein bisschen... Level-Animation schön und gut, aber dann sollten sie wenigstens die nicht quasi unabbrechbar machen oder entweder machen sie uns immun gegen Angriffe währenddessen, aber das wäre auch ein bisschen doof. Was eher funktionieren würde, wäre quasi, dass die Level-Animation abbricht, zum Beispiel. Ich halte gerade mal den Bären hoch, damit wir es mit den Allosaurus aufnehmen können, denn die sind schon nicht ohne. Das darf man, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Auch niedriges Level können die echt böse sein. Daher ein bisschen Heilung. Ich find's doof, dass die diesen Global Cooldown hier reingemacht haben. Vorher konnte man die wirklich im Sekundentakt reinquetschen, die Stacks, aber mittlerweile, naja. Was soll man machen? Also, erstmal gucken, was die für ein Level überhaupt haben. 140. 15, 100, 140 und 145. Die werden viel Schaden machen, aber auch wir machen auch viel Schaden. Die haben mir irgendwas gefressen gerade. Okay, ich bin bereit. Sie haben unsere Fährte aufgenommen. Jetzt geht's los. Sie bluten jetzt nämlich erstmal schön. Mit jedem... Also wir bluten dann quasi pro Sekunde so und so viel Prozent unseres Lebens. Ich behalte es da oben rechts in der Ecke im Auge. Ich sehe das nicht ganz, weil das Zeichen von der Aufnahme davor ist. Das seht ihr aber nicht. Aber wir sind noch ganz gut dabei. Guck mal einer an.
Leben geht ganz schön runter aktuell, wegen dem Debuff. Das hört aber gleich auf. Schön. Sehr schön. Hier, 1000 Spitzhacken und ach, was weiß ich alles. Ach, komm. Ich will doch nur einen Hirsch. Was soll ich denn nur machen? Können wir übrigens auch gut Argentavis uns schnappen, wenn nicht komplett von Arsch wären. Was hat der da? 145, nicht schlecht. Den behalte ich mal, oder wenn ich einen Argentavis mir hole, das wird so wahrscheinlich einer der nächsten sein. Behalte ich mir die Stelle hier unten definitiv in meinem Kopf? Ja, hier scheint es keine Hirsche zu geben. Keine, die was taugen. Die weiblichen, ich glaube, die kennen diesen... Die können diesen Angriff gar nicht. Womit sie Stroh abbauen, weil die haben kein Geweih. Deswegen sind die ein bisschen nutzlos, wenn man jetzt nicht den perfekten Hirsch brüten will. Aber... Gucken wir mal. Wo ist denn hier... Ach, bin ich wieder falsch? Ach so, ja. Ich laufe immer ganz zurück, obwohl ich nur einfach nach hier vorne gemusst hätte. Hier unten irgendwie. Ne? Nicht hier unten, sondern hier. Perfekt. Och Gott. Das kleinste Steinchen. Der winzigste Stock, der kann schon unsere Geschwindigkeit zurücksetzen. Das ist ein bisschen nervig teilweise, auch wenn da überhaupt nichts ist. Wenn er zum Beispiel die Welt nicht nachladen kann, wenn irgendwas gerade läuft im Hintergrund, dann stockt er auch manchmal. Aber das passiert nicht sehr oft. Ich hab dich gesehen. Mehr. Mehr. 300. Ja, das ist schon eine gute Summe, würde ich sagen, für unseren allerersten Bär. Ich meine, der war zwar nur, in Anführungszeichen, Level 130, aber er war nur und jetzt in Anführungszeichen Level 130. Das darf man absolut nicht vernachlässigen. Es war zwar ein Krampf, den zu tamen, weil das halt mit der Gesundheit und so nicht ganz hingehauen hat, deswegen musste ich da ein bisschen tricksen. Also nicht tricksen, aber ich hatte ja schon erklärt, immer warten, bis er genug Leben hat, weil damit der Bogen, der hat mehr Schaden gemacht als er Topa zugefügt hat, von dem insgesamt, was er aushalten kann her. Deswegen war das ein bisschen schwierig. So, jetzt haben wir auch hier die Möglichkeit, die Biberdämme einfach zu öffnen. Ich klaue schnell alles raus, schmeiß den Rest weg. Und da geht der Lüfter ab wie nix so. So, jetzt kommen die nämlich alle. Aber ich kann nicht angreifen. Jetzt geht's los. Kommen, die machen... Oh, ich komme hier nicht raus. Das gibt's nicht. Ich will an Land, Kollegen. Alle Biber, alle aus Buxtehude, aus Berlin, aus Ungarn, die kommen alle hierher und wollen Stress machen, aber... Da hätten es ein grüner Biber. Was macht der denn? Naja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Weil wenn wir eh hier sind, können wir auch den ganzen Kappes gleich mitnehmen. Hallo? Hallo? Lauf. Tschut. Guck mal einen an. Boah. Der arme Patchy. Der hat gerade schon eine Keule kassiert. Tja. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ganz klassisches Beispiel. Ich dachte gerade, es wäre ein Biber. Da ist ja noch einer. Was bist du schon für eine kleine Schlumpfkreatur? Komm mal her. Level 20. Das ist ja witzlos. Komm, das können wir alles wegschmeißen. Obwohl. Komm, weg damit. Ich level jetzt mal noch nicht, sonst hängen wir wieder ein halbes Jahr an der Animation drin. Wir werden dann wieder von 26 verschiedenen Spezies angegriffen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich wünschte, es gäbe hier... Ich habe die Falle gar nicht mitgenommen. Merke ich gerade.
Ja. Jo. Gehen wir mal zurück, ne? Wir haben sowieso bis jetzt keinen Hirsch gefunden, daher. Ah, oh, die Tech. Ach, guck mal an. Viel Leben, muss Level, ne? Ja, ist okay. Die Frage ist jetzt, wie genau oder wo muss ich jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Dort, das heißt, ich glaube, wir sind in dem Wald, den wir letztes Mal durchkreuzt haben, wo wir nach unten gesprungen sind. Kann das sein? Steht da? Ach, guck mal. Hä? Komm, den machen wir weg. Riesiges Entenvieh. Weg damit. Ich sehe nix. Ich meine, rein theoretisch bräuchten wir auch keine Falle, weil wir sind mit dem Bären sowieso so schnell. Oh. Alles will uns angreifen. Alles, was in diesem verkackten Dschungel hängt. Jedes einzelne Vieh. Unglaublich. Weg damit. Also, wir sind mit dem Bären sowieso schnell genug und wir können auf dem Bären hier das Ding benutzen. Daher bräuchten wir rein theoretisch keine Falle. Die Sache ist nur, wenn man ein Tier hat, auf dem man die Werkzeuge benutzen kann und die Waffen. Also jetzt lenke ich ja quasi mit der Maus. Wenn ich allerdings eine Waffe ausrüste, lenke ich die Waffe mit der Maus und den Dino quasi mit den Maus, also mit WASD. Wie so ein, in so einem uralten Rennspiel, oder wie, ja, wie in einem Rennspiel. Hier, mit den Tasten und hier kann ich gleichzeitig separat hin und her gucken. Das ist eigentlich ganz gut. Dass wir quasi nicht gebunden sind an die Laufrichtung. Sonst könnten wir immer nur nach vorne schießen. So habe ich halt zwei separate und kann zum Beispiel, während wir laufen, so nebenbei entlanglaufen und zur Seite schießen. Das ist, ja, ist ein hilfreiches Feature. Was geht denn hier ab? Ärgert ihr hier Dordix oder was? Das ist absolut nicht in Ordnung. Was passiert hier? Noch mehr Terabirds. Bam. Weg damit. Den auch noch, bitte. Jawohl. Macht schon Magge. Ah, guck. Oh, guck mal hier. Hier sind wir jetzt an dem großen See des Schicksals. Nein, aber an zwei sehr großen Seen. Zum einen gibt es hier Sand. Diese Haufen, die hier sind, daraus kann man Lehmdinger bauen, die es normal nur auf Scorched Earth gab, beziehungsweise vor Ragnarok. Aber hier ist der Vorteil, wir haben hier diese Biberdämme. Und die hier, das sind große Biberdämme, also Riesenbiberdämme. Die können wir einfach ausnehmen, weil da gibt es super viel Zeug drin. Dann warten wir ganz kurz. Rennen hier ans Ufer, damit wir nicht wieder im Wasser sind, wenn wir kämpfen. Und dann kommen wieder aus Uganda, aus Myanmar oder aus Burma, aus Ägypten, aus weiß ich nicht, aus Polen, kommen alle Biber an. Die wollen alle ein Stück von uns abhaben. Und die haben sogar. Boah, die gehen ab. Hui. Nice. Danke sehr, danke sehr. Die Firma dankt. Wir haben ziemlich wenig Leben, also ziemlich viel Leben verloren. Können wir aber zwischen den Folgen, Folge ist ja eh bald vorbei. Also was heißt bald, ne? Aber wenn sie vorbei ist, werde ich den einfach mal heilen. Denn das nimmt etwas Zeit in Anspruch bei so vielen Leben, die er verloren hat. Da sie quasi diesen, da die Entwickler den Global Cooldown zum Füttern eingefügt haben. Was ein bisschen sinnlos ist, weil du musst es ja sowieso füttern. Das ist ja nicht so, dass es. Du würdest halt mega viel Zeit sparen und es gibt keine effektivere, wirklich Methode, Dinosaurier zu heilen. Das gibt's einfach nicht. Und so haben sie halt eine der besten überhaupt uns weggenommen. Aber hier, ich verurteile keine Entscheidung,
es ist, wie es ist. Und wenn die das so für so befunden haben, ich sag, es ist schlechter als vorher. Die Entscheidung war vielleicht eine schlechtere Entscheidung. Also sie haben es zum Schlechteren hin entschieden, aber ich akzeptiere es, weil es ist nicht so, dass es das Spiel kaputt macht. Es geht immer noch. Es ist nur so, dass es vorher halt besser war. So, hier ist auch einiges drin. Ich glaube, wir werden so schnell keine Probleme mehr mit Zement haben. Gibt es hier noch ein paar Biberstämme? Was zur Hölle? Ist das ein T-Rex? Oh, der sieht ja cool aus. Ich dachte, was ist das denn? Das sah wie ein Allosaurus aus, aber ein bisschen groß. Und Allosaurus sind in den seltensten Fällen nur allein unterwegs. Die trifft man normalerweise immer mindestens im Dreierpack an. Warum auch immer, ich weiß es nicht, ist vielleicht... Vielleicht wurden denen ihre Knochen von Archäologen immer nur mit mehreren in einer Gruppe gefunden. Niemals alleine. Dass sie halt davon ausgegangen sind, dass es definitiv Herdentiere sind. Kann ja absolut sein. Ich bin kein Dino-Forscher. Aber ich schätze mal, daher kommt es. Dieses Phänomen. Die haben hier sehr viel... Also, die haben sich jetzt nicht also schon teilweise in anderen Addons zum Beispiel, aber die haben sich jetzt nicht die Viecher irgendwie ausgedacht oder so. Die gab's schon alle. Also, Dire-Bier, riesige Bären, riesige Haie, diese ganzen komischen Dinosaurier, die gab's. Vielleicht sahen die anders aus, das weiß man nicht. Weil woher soll man wissen, zum Beispiel... Die Haut von einem T-Rex, woher soll man wissen, wie die aussah, frage ich mich. Haben die Hautfetzen gefunden, die Millionen Jahre alt waren? Oder sind die einfach nur davon ausgegangen? Ach, guck mal, was haben wir denn da? 95er, ich würde sagen, den machen wir weg. Können auch hier abtauchen mit dem. Alter, ist hier voll. Ja, das könnte eng werden. Was heißt eng? Wir hauen die um. Fertig. Wir hauen erstmal den Dire-Bier um. Einfach ins Prinzip. Während der seine Taunt-Animation macht, ist er schon halb tot. Bringt ihm im Endeffekt dann auch nichts. Okay, ich taunte erstmal ein paar... Oh, da oben der T-Rex. Denn wenn wir nur einen normalen angreifen, dann kommen zwar auch welche in der Nähe, aber nicht alle. Und das gibt uns erstmal die Möglichkeit, so ein paar wegzumachen, statt alle auf einmal zu bekämpfen, weil die Leben sind jetzt nicht die höchsten, muss ich sagen, die ich aktuell habe. Sind das zwei oder ist es... es sind zwei. Es ist einer. Es sah nur aus wie zwei. Leben ist, wie gesagt, nicht mal allzu hoch. Puh. Ich muss die mal essen, damit es ein bisschen Fleisch gibt, weil... Kann ich schlecht den Bären heilen, wenn ich hier nichts zum Heilen hab? Och komm. Heilt er sich eigentlich durch Bären? Ich weiß, das ist ein Fleischfresser, aber geht das? Nee. Ich dachte vielleicht. Es wird definitiv nicht reichen. Wo war denn hier der T-Rex? Oder irgendwas grob. Boah, da oben. Level. 15, den schaffen wir locker. Der stellt keine Gefahr dar, aber der sieht sehr cool aus. Dieses weiß-graue, ganz leicht bräunliche. Hat schon was. Guckt euch an. Was gibt es denn hier? Gutes Fleisch. Sehr gut. Was haben wir da? Dann gehe ich mal hier irgendwo nah an den Fluss, wo ich drauf gucken oder wo ich Sicht auf den Fluss habe. Das ist okay. Und würde sagen, ich führe jetzt erstmal ein bisschen den Bären hoch. Level mal, führe den Bären hoch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, rauben den Rest noch aus und
gehen dann mal in Richtung, keine Ahnung, wie es zurückgeht. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das ist dieser Berg. Wir müssen theoretisch... wir müssen hinter diesen Berg. Also wir müssen quasi nach da hinten. Sozusagen. Oder? Was ist dieser Berg? Warte mal, da ist der Fluss. Gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Aber wir werden schon den Weg finden. Da würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark. Bis dahin.